Es ist 1. Radio 1 News. Mit dem Simon Schaffer. Die Abschreibung beim Triemli-Spital in der Rechnung 2019 war rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht vom Kanton Zürich in einem Urteil festgehalten. Damals hatte die Stadt in der Rechnung eine außerordentliche Abschreibung im Betrag von 175 Millionen Franken vorgenommen. Begründet wurde dies mit einer Bewertung für das Bettenhaus im Triemli-Spital. Die Bewertung ergab eine Wertverminderung. Der Regierungsrat hatte die Rechnung aus diesem Grund nicht gut geheißen und die Stadt beauftragt, den Abschreiber rückgängig zu machen. Sollte das Urteil des Verwaltungsgerichts bestehen bleiben, müsste die Stadt die Rechnung 2019 korrigieren, wie Patrick Pons, Sprecher vom städtischen Finanzdepartement, erklärt. Weil sich die Wertberichtigung in der Höhe von 175 Millionen auf das Eigenkapital ausgewirkt hat und die Rechnung 19 würde dann eigentlich um die Wertberichtigung nachher besser abschließen und das Eigenkapital, das im Moment rund bei 1,5 Milliarden ist, um den Betrag steigen. Die Stadt werde das Urteil nun prüfen und allenfalls an die nächste Instanz weiterziehen, sagte Pons weiter. Die Gastrobranche in Zürich will sich gegen sogenannte No-Shows wehren. Es komme wieder häufiger vor, dass Gäste gleich für mehrere Personen einen Tisch reservieren und dann ohne abzusagen einfach nicht auftauchen, wie Gastro Zürich-Präsident Urs Pfäffli gegenüber Radio 1 bestätigt. Den Restaurants entsteht dadurch ein enormer finanzieller Schaden. Man sei nun daran, Lösungen zu suchen, damit die Kunden für ihr Verhalten belangt werden können, so Urs Pfäffli. Wir wissen ja zum Beispiel, wenn Sie in ein Kosmetikstudio gehen oder zu einem Arzt und nicht 24 Stunden vorher einen absagen, dann müssen Sie das voll zahlen. Und das ist auch von uns, vom Verband, ein bisschen das Ziel gewesen, dass wir das einführen könnten. Aber es gibt halt auch viele Wirte, die Angst haben vor dem, vor schlechten Reaktionen der Gäste. Man sei nun daran, unter anderem mit Kreditkartenfirmen zu eruieren, was es für Lösungen gäbe, damit Schäden bei einer sogenannten No-Show verrechnet werden können, so Pfäffli weiter. Die Rekrutenschule im Januar startet auch in diesem Jahr wegen Corona gestaffelt. Um die Gesundheit aller Armeeangehörigen zu schützen, beginnt für knapp einen Drittel der rund 11.200 Rekrutinnen und Rekruten die Winterrekrutenschule am 17. Januar, und zwar zu Hause im Distance Learning. Das betreffe aber nicht alle Rekrutenschulen, so Armeesprecher Stefan Hofer. Das sind sicher Rekrutenschulen, die länger gehen, also spezielle wie Fallschirmaufklärer oder so, die müssen sicher am 17. einrücken. Und dann vor allem solche Schulen, wo wir denken, dass sie allenfalls während dem Corona-Einsatz auch noch könnten zum Einsatz kommen, die Rekruten. Also wo wir nach der Grundausbildung würden zu Helping Hands oder so ausbilden. Bereits vorgängig müssen alle Armeeangehörigen einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest absolvieren. Positiv getestete Rekrutinnen oder Rekruten werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben und bereits mit dem Distance Learning zu beginnen. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert vom Käserock. Ihr Wander- und Skigebiet vor der Haustür. Käserock.ch. Es gibt ein paar letzte Aufhellungen. Später fällt dann noch mal ein paar Schneeflocken bei Temperaturen von gut 2 Grad. Dazu bläst ein auffrischender Westwind. In der Nacht gibt es dann wieder Schnee oder in tieferen Lagen auch Schneeregen. Morgen den Tag durch, dann drückt immer wieder die Sonne durch. Das bei Höchsttemperaturen zwischen 2 und 4 Grad. Am Morgen ist es windig. Radio 1 Verkehr wird Ihnen präsentiert von den Meer. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.